Sehr geehrte Damen und Herren und selbstverständlich auch liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Jörg Schlüter. Ich bin der erste Bevollmächtigte und Geschäftsführer der IG Metall in Mülheim, Essen und Oberhausen. Corona stellt uns nach wie vor viele Herausforderungen. Die ganze derzeitige Situation bereitet uns große Sorgen und auch Zukunftsängste. Das SARS-CoV-2-Virus ist längst nicht besiegt. Die Pandemie dauert an. In der Arbeitswelt haben einige Betriebe die Produktion nie unterbrochen. In anderen wird sie mitunter in kleinen Schritten langsam wieder hochgefahren. Die Arbeitssituation der Beschäftigten ist extrem unterschiedlich. Teilweise wird kurz gearbeitet, manche Betriebe sind bereits wieder nahezu voll besetzt. Andernorts wird, wo es die berufliche Aufgabe und die Rahmenbedingungen zulassen, zumindest zeitweise von zu Hause gearbeitet. Obwohl derzeit die Grundlage zur Kontaktvermeidung das mobile Arbeiten sein sollte. In den Betrieben gehören Schutzmaßnahmen wie Abstands- und Hygieneregeln zum Arbeitsalltag. Vielfach wurden technische, arbeitsorganisatorische und auch personenbezogene Maßnahmen für einen effektiven Gesundheits- und Infektionsschutz ergriffen. Das fiel nicht einfach vom Himmel. In vielen Betrieben ist es Verdienst und Erfolg der betrieblichen Akteure, entsprechende Vereinbarungen verhandelt und durchgesetzt zu haben. Jetzt gilt es, die bestehenden Maßnahmen kontinuierlich zu prüfen und gegebenenfalls auch anzupassen. In einigen Betrieben zeichnen sich dabei aber auch Konflikte ab. Die Arbeitgeber fordern größere Spielräume bei der Umsetzung von Infektionsschutzmaßnahmen und sehen ihre unternehmerische Freiheit eingeschränkt. Für die IG Metall jedoch gilt unverändert: Die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen hat oberste Priorität. Wo es um Gesundheitsschutz und Risikoprävention geht, darf es keine faulen Kompromisse geben. In diesem Sinne sind wir in den vergangenen Wochen und Monaten sehr, sehr aktiv gewesen. Zur Unterstützung der betrieblichen Akteure haben wir eine Handlungshilfe zur Corona-Prävention im Betrieb erarbeitet, die sich großer Nachfrage erfreut. Und nachdem das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im April 2020 einen Arbeitsschutzstandard erlassen hatte, wurde nun die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel veröffentlicht. An der Erarbeitung dieser Regel waren die Gewerkschaften in den staatlichen Arbeitsschutzausschüssen intensiv beteiligt. Sie konkretisiert die Anforderungen an den Arbeitsschutz in Zeiten der Corona-Pandemie und erhöht den Grad der Verbindlichkeit der notwendigen Schutzmaßnahmen, die von den Arbeitgebern zu ergreifen sind. Kein Zweifel. Die Schutzmaßnahmen werden im Arbeitsalltag von vielen Kolleginnen und Kollegen als zusätzliche Belastung wahrgenommen. Doch angesichts des unverändert hohen Infektionsrisikos und der Gefahr ernsthafter Erkrankungen bleiben sie bis auf Weiteres zwingend notwendig und ein Gebot der Solidarität. Die Gefahrenlage ist eindeutig. Sie muss nicht länger untersucht werden. Das Risiko, mit dem Coronavirus angesteckt zu werden, ist allgegenwärtig. Es existiert auch am Arbeitsplatz. Zentrales Ziel der betrieblichen Präventionspolitik unter Pandemiebedingungen ist, die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Infektion zu verlangsamen und die Beschäftigten somit zu schützen. Außer Frage steht dabei, das Arbeiten in der Pandemie verlangt ein noch höheres Gesundheitsschutzniveau als unter normalen Umständen. Und für Beschäftigte, die besonders schutzbedürftig sind, etwa weil sie an einer Vorerkrankung leiden, müssen besondere Vorkehrungen getroffen werden. Die Entwicklung und Umsetzung eines effektiven Strategiekonzeptes zur Corona-Prävention in den Betrieben muss so zügig wie möglich erfolgen. Da das Coronavirus insbesondere auf dem Weg der Tröpfchen- und Kontaktinfektion übertragen wird, fokussieren sich Schutzmaßnahmen zur Minimierung der Ansteckungsgefahr auf die Gewährleistung eines hinreichenden Sicherheitsabstandes zwischen den Beschäftigten sowie auf die Hygienemaßnahmen. Hier stehen die Arbeitgeber in der Pflicht. Sie sind per Gesetz für den Schutz der Gesundheit verantwortlich. Die Arbeitgeber haben die Verantwortung, die Arbeit so zu organisieren und technische Mittel so zu nutzen, dass Abstands- und Hygieneanforderungen eingehalten werden können. Aber auch der Betriebsrat hat wichtige Aufgaben. Er ist bei der Beurteilung und Durchsetzung der notwendigen Maßnahmen einzubeziehen. Die Instrumente, die dem Betriebsrat bei seiner Präventionspolitik zur Verfügung stehen, sind bekannt und auch für die neuen Probleme passend. Sie heißen Mitbestimmung und Gefährdungsbeurteilung. In den Betrieben kann deshalb sofort geprüft werden, in welchen Arbeitsbereichen die Abstands- und Hygienegebote nicht eingehalten und demzufolge Präventionsmaßnahmen erforderlich sind.
Die geforderten Arbeitsschutzstandards müssen in den Betrieben durch verschiedene technische, arbeitsorganisatorische und personenbezogene Schutzmaßnahmen erreicht werden. Welche Vorkehrungen im jeweiligen Betrieb im Einzelnen zu treffen sind, zeigt die Ermittlung der vor Ort bestehenden Gefährdung. Klar ist aber, es gilt das TOP-Prinzip. Das Arbeitsschutzgesetz sieht technische Maßnahmen vor, organisatorischen. Personenbezogene Maßnahmen sind nachrangig. Besonders wirksam kann der Infektionsschutz vermutlich nur dann sein, wenn mehrere Maßnahmen kombiniert werden. Die besten Maßnahmen entfalten nicht die gewünschte Wirkung, wenn die Kolleginnen und Kollegen nicht hinreichend einbezogen worden sind. Eine systematische und ausreichende Unterweisung ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Prävention. Aber auch die Beschäftigten, ihr Kolleginnen und Kollegen, seid gefordert. Sie sollten auf die Umsetzung des Abstands und Hygienegebots achten und dazu beitragen, dass alle erforderlichen Maßnahmen von allen mitgetragen werden. Die letzten Wochen und Monate haben gezeigt, dass es gerade jetzt auf eine starke IG Metall ankommt, die sich in der Krise und auch danach für die Beschäftigten, für Mitbestimmung, für Arbeits- und Gesundheitsschutz und für die Beschäftigungssicherung einsetzt. Für uns als IG Metall ist weiterhin klar, die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen behält weiterhin höchste Priorität. Vielen Dank und bleibt ihr gesund.